Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Krotos Computer und zwar mit dem Gaming-PC Das Monte Edition 6700 XT für 950 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir auch wieder vorgeschlagen im Videovorschlägekanal auf unserem Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr unserem Discord joinen wollt. Da könnt ihr auch ein Ticket eröffnen, völlig kostenfrei. Da können wir euch Listen erstellen, irgendwelche Angebote raussuchen, falls ihr noch nach einem Gaming-PC sucht. In dem Fall hat Cure Maxi das hier reingeschickt. Und dann kommen wir auch direkt dazu. Das hier ist einfach nur das Gehäusebild, also stinkt normal, keine Komponenten verbaut. So ist das auch in Ordnung. Manchmal gibt es ja Anbieter, die dann dementsprechend irgendwelche beleuchteten Rahmenriegel oder so da reinpacken oder eine Wasserkühlung, was dann so nicht stimmt. Und die haben aber wirklich nur das Gehäuse, das passt soweit schon. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist ein Enderfy Signum 300 ARGB. Das bringt, wie eben schon auf dem Bild ersichtlich, 3x120mm Lüfter in der Front und 120mm Lüfter im Heck mit, alle RGB beleuchtet, hat eine Mesh-Front, ist jetzt nichts Besonderes, ist aber okay in diesem Preisbereich. Ich habe das Gehäuse hier auch noch liegen, da wird demnächst auch noch ein Review zu kommen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen bei so einer 2500 Euro Kiste, aber im Bereich 1000 bis 1400 Euro, sage ich mal, ist das noch völlig in Ordnung. Und vor allen Dingen ist es ja Geschmackssache. Und das kostet 78,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200. Wie immer könnt ihr auch mit 3600 laufen lassen, das ist überhaupt kein Thema. Dieser Prozessor in Kombination mit dieser Grafikkarte ist völlig in Ordnung. Wenn ihr streamen wollen würdet, nehmt mindestens einen 5700X, könnt ihr euch auch umkonfigurieren. Ansonsten reicht der hier natürlich aus. Wenn ihr nur zocken wollt, völlig okay. Natürlich sind wir noch nicht im neuen AM5-Bereich, das ist noch der alte AM4-Sockel, ganz klar, muss ich dazu sagen, auch noch DDR4, aber bei einem System für 950 Euro geht das klar. Und der kostet 113,99 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD RX 6700 XT 12 GB. Wie immer nehmen wir hier die günstigste Grafikkarte, die es von der Variante gerade gibt, in dem Fall die ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger D. Die könnte ja reinwandern. Es wird halt nicht genau hingeschrieben, was es wird. Es könnte auch eine MSI werden, eine Asus oder sonst was. Wir nehmen jetzt einfach diese hier. Die Grafikkarte hatte ich selber auch mal als Sapphire Nitro Edition und ich kam damit völlig klar, gerade in Full HD. Ich bin dann irgendwann auf WQHD umgestiegen, da ging es auch noch tatsächlich ganz gut, gerade bei den Titeln, die ich spiele. Ich spiele Dead by Daylight, PUBG und Overwatch, da reicht das auch ganz easy. Wenn ihr jetzt natürlich auf die Idee kommt, irgendwie einen 4K-AAA-Titel zu spielen. Nein, das wird damit nichts. Selbst WQHD wird da zum Beispiel bei Hogwarts Legacy schon ein bisschen eng oder irgendwie Cyberpunk oder so. Da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ansonsten in dem Preisbereich aber eine gute Grafikkarte. Und die kostet 339 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist ADATA XPG Gamex D35 32 GB DDR4 3600 MHz CL18 Kit. Also erstmal zwei Riegel, 2x16, ganz wichtig wegen Dual Channel. Solltet ihr einen PC haben, wo nur ein Riegel drin ist, seht zu, dass ihr euch noch einen zweiten besorgt. Am besten sogar einen, der gleich ist zu dem, der schon verbaut ist. Hier sind ja auch schon zwei Stück drin, 32 GB völlig okay. 3600 MTS ist sogar über der Spezifikation von AMD, was auch völlig okay ist. CL18, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt sowas auch in CL16er RAM oder sogar CL14, aber hier in dem Preisbereich auch völlig okay. Hat jetzt natürlich keine fancy RGB-Beleuchtung oder so. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das unbedingt braucht, aber technisch gesehen einwandfrei. Und der kostet 72,90 € bei Alternate. Das Mainboard ist ein MSI B550A Pro. Hatten wir auch schon tausendmal. Ist so ein Einsteiger-Ding. Ob man jetzt das Gaming X nimmt von Gigabyte oder das B550A von MSI, ist völlig wurscht. Es ist zumindest kein Micro-ATX-Board, was man immer gerne in dem Preisbereich sieht. Hier ist es schon Full-ATX, dementsprechend habt ihr auch Erweiterungsmöglichkeiten. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die SSD rein, eine zweite SSD kann ja auch verbaut werden, wenn man das möchte. Hier kommt die Grafikkarte rein und habt dann noch 3 Erweiterungsslots für irgendwie eine WLAN-Karte oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, USB 3.1, USB Typ C, 2x USB 3.0, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0. Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und PS2-Anschluss, ja gut, werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist in dem Preisbereich ein grundsolides Board, kann man überhaupt nicht meckern. Und das kostet 108,89 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine ADATA Legend 850 1TB M.2.
2.2 PCI Express SSD. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4500 MB die Sekunde und ist TLC-Speicher. 1 Terabyte bei einem 1000 Euro PC völlig okay. Geschwindigkeit ist sogar sehr gut hier. Das kann man ruhig so machen. Es gibt auch langsamere SSDs, die da gerne genommen werden, wie zum Beispiel eine Kingston NV1 oder so. Aber hier wirklich eine gute Wahl. Und die kostet 74,90 € bei Alternate. Der CPU-Kühler ist ein Enderfy Fera 5 ARGB. Habe ich selber schon hier getestet, hat eine TDP-Angabe von 220 Watt. Ja gut, das erreichte nicht ganz. Ich hatte einen Prozessor genommen und 190 bis 200 Watt draufgegeben. Das hat er im Cinebench noch irgendwo kühl gehalten. Für den Prozessor, der hier verbaut ist, reicht er ganz dicke. Der kann sogar ein 5700X kühlen. Da habt ihr auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei. Ja, das passt soweit. Und der kostet 36,98 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein FSP Hydro K Pro 600 Watt Bronze. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Gut, das mit dem festen Kabelmanagement, ich sag's immer wieder, wenn ihr einen fertigen PC kauft, kann es euch irgendwo egal sein. Wenn ihr selber baut, nehmt vielleicht ein modulares und habt dann nicht die ganzen Kabel hinten im Gehäuse rumfliegen. 80 plus Bronze, ja, kann man auch noch machen bei einem 1000-Euro-System. Gold hätte mir besser gefallen. Das Ding ist einfach, schauen wir in die PSU-Tierlist rein, die ist auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Sehen wir hier FSP Hydro K Pro ist ein C-Tier-Netzteil. Idealerweise nimmt man halt ein A-Tier-Netzteil oder ein B-Tier-Netzteil. C ist halt, ja, dem Preisbereich geschuldet. Aber wie schon eben gesagt, FSP gibt auf die ganze Nummer 5 Jahre Herstellergarantie, von daher kann man sich einigermaßen darauf verlassen. Zumal diese 600 Watt sowieso nicht erreicht werden bei Vollauslastung. Der Prozessor hatte eine TDP von 65 Watt. Unter Volllast kriegt man den bestimmt auf 142 Watt und die Grafikkarte hat eine TDP von 230 Watt. Da seid ihr so bei 370 und ihr habt insgesamt 600 verbaut, von daher, das passt soweit schon. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 881,35 € und das System kostet 950 €, also bummelig 70 € fürs Zusammenbauen. Übrigens ist Windows 10 hier als Testversion vorinstalliert ohne Key. Key könnt ihr euch bei meinem Partner besorgen oder direkt vielleicht sogar bei Krotos. Aber ja, das System kommt halt fertig gebaut und vorinstalliert ohne aktivierten Key für 70 € zu euch nach Hause. Aber ansonsten habe ich an dem System halt nichts zu meckern, bis auf das Netzteil. Vielleicht konfiguriert ihr euch das noch um zu irgendeinem BeQuiet oder Seasonic Netzteil oder vielleicht sogar FSP mit Goldstandard. Aber ich muss sagen, ich bin soweit ganz happy mit dem System. Aber ich habe jetzt auch keine Alternative rausgesucht. Warum auch? Bei 70 € Aufpreis, Quatsch. Man findet bestimmt bei Dubaro irgendein System, was dann mit Geizhalsliste 1:1:0 ist, aber die 70 € kann man dem Dude auch mal ein bisschen gönnen. Falls ihr noch weitere Vorschläge habt zu Systemen, gerne bei mir in den Videovorschläge-Kanal, auch gerne irgendwelche Ausreißer, dass ich auch mal wieder warnen kann. Wir hatten ja letztes Mal so ein 6.000 € System, was dann irgendwann 4.700 € im Selbstbau gekostet hätte. Sowas interessiert mich natürlich auch immer, weil dann kann ich die Community so ein bisschen warnen, wo man vielleicht nicht kaufen sollte. Und das ist eventuell sogar jetzt das letzte Video aus diesem Winkel, weil ich mein Büro ins Wohnzimmer baue und das Wohnzimmer kommt hier ins Büro, weil ich mehr Platz brauche, auch wegen dem Review-Tisch. Von daher seid gespannt, vielleicht ist das nächste Video schon in dieser neuen Location. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Einen guten Rutsch wünsche ich auch schon mal, falls wir uns nicht mehr sehen oder hören oder wie auch immer. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.